Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge wie die Beast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode, wie immer mit Jan. Hallo. So, in der heutigen Folge bauen wir mal wieder, wie immer eigentlich am Anfang jeder Folge, unsere gesammelten Solarpaneele zusammen, die ich vorher eigentlich gerne mal leer machen würde. Ach, egal. Ach. Das Reaktor vorher ausschalten. Ja. Egal, kannst du ruhig eigentlich mal ausmachen. Die ganzen Solarpaneele Der sind voll Problem und ist sowas. dann laufen meine Laser nicht mehr. Okay. Egal. Weil die sind ja mit einer anderen Ach so, Reaktor genau. gestartet. Oh, scheiße, wenn ich jetzt den Crafting-CPU da unten kaputt mache, wird dein Glas gecancelt. Hä, das Dann. Glas hat sich eh aufgehangen. Es wird ganz mehr gecraftet. Warum hat sich das aufgehangen? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich baue mal die CPUs wieder so auf, wie sie waren. Also ich habe die jetzt mal zusammengestellt für zwischen den Folgen. Eigentlich bin ich fast gewollt, noch eine dritte zu bauen. Wir hatten vorher vier, ne, fünf. Ach nee, das geht auch scheiße. Ja, gut möglich. Jetzt zieht ihr doch hier drüben. Hier. Ich stehe. Stimmt, da kann noch eine hin und dann kommt. Ja. Kann noch hier eine hin. Kann meinetwegen auch noch hier eine hin. Was spricht dagegen? Da oben. Oder da oben ist ja egal. Ja. Gut, dann haben wir jetzt wieder genügend verschiedene Dinge zum Solarpaneele craften. Dann können wir eigentlich auch nochmal gucken. Ich habe mal gesehen, wie viele stehen eigentlich nach oben. Jetzt von den vierer. Das heißt, wir brauchen nochmal vier Stück. Dann haben wir sie ja schon fast alle. So, starten wir die mal und dann baue ich jetzt noch mal drei solche Solarcores, ja, oder auch 10. Und dann bauen wir uns mal weitere von diesen Advanced Dingern und ah, er muss erstmal ein Derium machen. Okay, jetzt fängt er an, sehr gut. Genau. Dann kann ich aber schon mal anfangen, was sich jetzt so verändert hat. Und zwar, die letzte Folge war ziemlicher Fail. Und zwar wollte ich eine Folge lang einen Ausflug in die Mod RF Tools machen. Die Mod RF Tools fügt verschiedene Dimensionen hinzu. Und ich habe alles soweit vorbereitet auch. Und bin ziemlich weit gekommen. Nur dann kam der Rückschlag. Und wenn wir jetzt mal hier runter gucken, und zwar, um genau zu sein, hier rüber. Dieser Plattform ist das. Jetzt irgendwie falsch. Jedenfalls ist hier so ein ausgeschaltetes ME-System, wie ihr gerade seht. Und das steht hier unten. Hä? Bin ich gerade Das blind? hast du Ach komplett so, stimmt, das habe ich ja eingebaut. komplett eingebaut damit. Ach Gott. Jedenfalls hier, es steht ein ME-Core. Wenn wir da jetzt mal irgendwie kurz Strom dranhängen, das habe ich abgenommen, damit das da nicht die ganze Zeit an ist und sinnlos Strom verbraucht, dann kommt da kein Strom dran. Ach ja. Hä? Ist es an? Nein. Warum nicht? Eigentlich müsste es jetzt angehen. Hä? Hat einfach keinen Bock. Es war doch aber vorher schon mal an. Da ich sah auch nicht, war da auch nichts anderes. Oder haben wir hier einfach keinen Strom? Immer noch nicht an. Immer noch nicht. Ich glaube, wir haben einfach keine Energie hier unten, die gerade verwendet werden kann, um das zu powern. Ich klaue mal kurz so Jetzt eine ist es, glaube ich, Capacitor an. Bank. Das kann ja gar nicht an sein, es hängt ja nicht mal Strom dran. Ich habe mir mal kurz so eine Capacitor Bank geklaut, wenn wir die jetzt Es einfach war mal aber daneben. kurzzeitig an jetzt. Zumindest das ME. So, jetzt ist an. Wir haben einfach nicht genug Strom da unten. Das ist das nächste Problem. Wenn wir jetzt mal hier rüber gucken, sehen wir, dass wir
das Panier nicht. Meine Güte, ist es egal. Ich zeige jetzt einfach im Inventar, das geht viel schneller. Jedenfalls habe ich diverse verschiedene Maschinen gebraucht, die man dafür braucht. Unter anderem habe ich auch alles mögliche an Dimlits researched, was wir hatten. Ich hatte gebaut diese Meta-Transceiver, also alles, was man halt braucht. Aber als ich dann den Dimension Builder bauen wollte, den man benötigt, um halt eben um die Dimension aufzubauen und mit Strom zu betanken. Wie wir sehen, der ist gesperrt, aber alle anderen Maschinen sind sogar teurer gemacht. Wenn wir jetzt mal gucken, die brauchen alle halt eben so ein Machine Frame und die sind sogar mit so einem Resonant-Ding. Das heißt, ich habe das Haufen Ressourcen verschwendet und das für nichts. Deswegen, das war irgendwie das Einzige, was wir in der Folge gemacht haben. Und wir haben einen Pulverizer gebaut und da einfach ein Interface dran geklatscht, aber nichts mit dem gemacht. So. Dann, was haben wir noch gemacht? Wie ihr jetzt seht, steht hier drüben nichts mehr. Und zwar hat ja unsere Insel auf diesem Teil sehr stark geleckt. Und wir dachten, dass das daran liegt, dass diese ganzen Farmen, die hier rumstehen, die Lecks verursachen. Aber das waren nicht die Farmen, sondern hier drüben dieser Tank von Ender IO. Dadurch, dass hier immer Lava rein und raus geht, der ist daran schuld. Genau, jetzt sieht man's und... Damit das jetzt mal wieder endlich aufhört, ersetzen wir diesen Tank einfach mal durch einen Fluid-Konduit. Dieser Fluid-Konduit, bin ich dumm, ich muss im ME suchen danach, sorgt dann nicht nur so für solche Lecks, sondern gibt dann einfach Ruhe. So, und jetzt können wir hier auch der Steine reinlegen und alles ist gut. Und die Lava fließt immer noch hier rein und ja, fertig. Aber dass wir dachten, dass die Farmen diese Lecks verursachen, haben wir die Farmen ausgelagert und etwas weggebaut. Keine Sorge, da hinten die Chunks sind geladen. Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal schnell hier rüber. Oder eher gesagt, fliegen wir mal schnell hier rüber. Und haben alle unsere Farmen hier drüben gebaut. Hier an seiner Endstone Farm. Und ja, kann man noch verbessern. Ja, hier ist die Farm, die das erzeugt hat. Die Farm, die dafür zuständig ist, dass dann klein gerödelt wird. Und hier ist die Steinfarm. So. Das haben wir... Ja. Das hast du noch vergessen. Ach so, ja, dazu wollte ich jetzt kommen. Anschließend haben wir da noch eine Baumfarm ins Leben gerufen. Und ich glaube, ich weiß, warum unser AMI die ganze Zeit so voll ist. Weil wir mal gucken, wie viel Holz wir haben. 72.000. Ja. Naja, also läuft. Danke. Wir haben einen Haufen Holz jetzt. Gut. Ach so, genau, apropos Holz, muss ich auch nochmal zurückfliegen, das muss ich eigentlich auch noch im ME-Keller zeigen. Es ist eigentlich alles nur im Zuge der Umbauarbeiten entstanden. Und zwar steht hier hinten noch eine Sormel. Hier so kommt das Dschungelholz an, das geht hier rein. Also hier müsste ein Filter drin sein, dass nur Rubberwood rein darf. Und hier oben geht das in der Rest rein, der hat eine Priorität von 1. Danach kommt das Rubberwood in die Sormel und die Sormel gibt es dann hier oben in die Kiste ab. Und die Kiste ist mit einem ME-Importbus hier angeschlossen. Und auch der Ofen tut das alles in die Kiste rein, damit ich mir einen Importbus spare. So, weil ich keinen mehr hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, funktioniert. Und deswegen haben wir so einen Haufen Holz und ja, wir kriegen dadurch zwar nicht noch... Ach doch, wir kriegen dadurch auch Rubber, hab nichts gesagt, ist egal. So. Anschließend haben noch uns einige User Tipps in die Kommentare geschrieben und zwar war ein sehr interessantes Bild dabei, das kann ich jetzt auch mal einblenden an der Stelle, wo auch ein User das spielt, dieses Modpack, und der hat uns eine Farm zukommen lassen, ein Bild von einer Farm, was ich eigentlich ganz interessant fand, eine Ressourcenfarm, die wollte ich euch nicht vorenthalten, deswegen hier. Und danach wurde uns noch geschrieben, dass wir mal uns die Ender-IO-Tools angucken sollen. Die sollen relativ strong sein. Vielleicht löst das auch das Problem mit der Hoe. Hier, diese Darksteel-Tools. Aber... Hier sind die. Da gibt es leider keine Hoe von. Da gibt es nur das Schwert, die Spitzhacke und die Axt. Ja. Okay, also wie ich sehe, kann man da zwar einiges Interessantes an Effekten draufklatschen, aber nichts, was sich irgendwie lohnt. Tatsächlich, also dadurch, dass es auch keine Hole gibt,
Ja. Erstmal Geschichte. Ach so, hier drüben unsere Farm. Hast du die Kühe wieder ausgedünnt ein bisschen? Ja, weil es irgendwie. Ja. Irgendwas war da komisch, gell? Es verstopft im Endeffekt an der anderen Maschine. Und damit werden die kleinen Viecher nicht mehr rüber transportiert. Also, ja, irgendwie komisch manchmal. So. Aber das war jetzt so ungefähr mal alles, was ich mal zusammenfassen wollte. Und das habe ich jetzt getan. Das hat länger gedauert als erwartet. So, jedenfalls in der heutigen Folge möchte ich weiter einige Dinge automatisieren hier unten und allgemein das Netzwerk mal etwas aus- bzw. auch umbauen, weil ja unser hier, hier gehen halt 1 Milliarde Channels rüber und dafür will ich erstmal anfangen und mir noch ein weiteres dickes Kabel machen. So. Oder einige von diesen smarten, dicken Kabel. Ne, warte mal, die heißen doch Dense. Diese Dense-Cable. Genau. Da mache ich mir mal einige von den Covered-Cablen. Die habe ich ja auch hier schon drinne. Ah, okay. Klappt nicht ganz. Dafür brauche ich noch mehr Flux-Crystal. Die kann ich eigentlich auch mal in Massen machen. Dafür brauche ich Nether-Quartz. Was brauche ich noch? Du musst übrigens mal wieder unsere Nether-Quartz-Farm anwerfen. Ja, und Charged Ich weiß nicht, wie lange Certus. wir noch 1, 2, Nether-Quartz 3, haben. 4, 5. Die müsste ich eigentlich auch mal mit automatisieren. Junge, was machst du die ganze Zeit? Wieso? Hier ist so ein übel komisches Geräusch. So wie wenn du die ganze Zeit diese Dinger öffnest. Ah, oh, wow, mein Tue ich Magnet. auch. Das Geräusch habe ich auch hier. Was ist da eigentlich so Besonderes drin, was du haben willst? Sind ziemlich viele Enderperlen, Diamanten und so ein Krams drin. Und Verzauberungsbücher. Genauso wie ganz viel Gold. Deswegen haben wir diese 23.000 Goldcoins auch. Kann es sein, dass ich irgendwie deine Töne höre? Wieso? Weil es so ist. Ich glaube nur bei den Dingern. Nee, ich habe auch gerade deine Discord-Benachrichtigungen gehört. Du hast auch welche bekommen. Ja, okay, wahrscheinlich. Ja gut, bei mir ist kein Indikator unten aufgetaucht. Egal, erstmal. Gut, dann weiter geht's. Und Das meine. zwar, was? Ja, Fuck. Egal. Ich fix das. Danke sehr. So, ich muss ja erstmal diese krassen Cores machen. Craften die hier noch? Ja, die sind alle noch gut dabei. Leider. Ah, meine Güte. Und vielleicht geht es auch mit denen. Ja. Ist zwar jetzt wieder leer und wir haben so einen Haufen ungefähr 500.000 DF verspendet, aber erst ja mal egal. Und noch welche. So, 2, 4, 6 haben wir schon. Das heißt, jetzt fehlen nur noch 2 Stück. Unglaublich. Danach haben wir das große neue Ziel, was ich mir gestellt habe, schon erreicht. Das ging schneller, als ich dachte. Na gut, so schnell ging es dann auch wieder nicht, aber es war relativ gut, tatsächlich. Also, ja. Aber ohne Autocrafting unmöglich. Glaube ich. Gut, dann kann ich jetzt weitermachen. Achso, mit Soundcraft mache ich erstmal jetzt noch nicht weiter, weil da habe ich noch nicht wirklich so durchgeguckt. Hat auch ein User geschrieben, dass ich ja mal bei einem anderen YouTuber vorbeigucken kann, der das auch gespielt oder der jetzt immer noch spielt. Um genau zu sein, bei Skate soll ich mal vorbeigucken. Ja. Gucke ich vielleicht mal vorbei. Der wird ja dann auch Towncraft machen müssen dafür. Was man da so braucht, um dieses, um die Magie-Ecke oben abzuhaken. Na gut, weiter geht's. Genau, Konduide wollte ich machen. Und zwar, wenn wir mal gucken, was man für diese Item-Konduide hauptsächlich braucht, dann Konduit-Binder ist total einfach. Das. Oh, Compressed Sawdust. Echt jetzt? Dann brauchen wir Sawdust sogar. Okay.
Na gut, Compressed Sawdust. Achso, ja, ich muss es ja auch an einspeichern gehen. Kondoide. Ich automatisiere erstmal Item Conduits, okay, Jan? Okay. Haben wir doch schon. Also vollständig. Ach so. Jetzt, ich weiß gar nicht, was können wir davon eigentlich schon alles craften? Können wir da schon die Conduit Binder machen? Habe ich das schon dem beigebracht? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in diesem Ofen geht. Mit diesem Binder-Zeug. Gar nicht so einfach. Wieso zum. Ach so, weil du hier wieder den ganzen Scheiß reinschmeißt. Ah, wow. Die ganzen ME64K Storage Zellen sind einfach voll von den Types her. So. Passiert. Okay, das geht auch in dem Ofen. Dann das Pattern und dann kann ich sagen, dass. Oh, warte mal. Conduit. Aus wie vielen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Warte mal, den kann ich doch jetzt. Achso, ja, den habe ich noch im Inventar. Das Pattern. Gott, ich bin gerade übelst verwirrt. Naja. So. Weil aus einem kommt ja mehr raus. Als ja, eins halt. Jetzt höre ich mich bei dir auch noch selber, danke. Müssen wir mal schnell einschmelzen und zwar irgendwo, wo wir auch sehen, wie sie viel rauskommt. Okay, vier. Das heißt, aus einem vier und dann können wir das auch so einspeichern, weil das gibt sonst ein Unglück. So. Und dann kommt das hier oben mit rein. So. Wenn wir jetzt weiter mal gucken, was wir noch brauchen für die Konduide. Der Conduit Binder haben wir. Die Resonance Servos müssten wir sogar auch schon automatisiert haben. Genau, Resonance Servos haben wir automatisiert. Wenn wir jetzt mal gucken, was wir für die Resonant Service brauchen, dafür brauchen wir Iron Nuggets, die sind fertig. Hardened Glass und Enderium. Enderium, Iron Nuggets haben wir schon. Das heißt, wir brauchen dafür jetzt nur noch Hardened Glass und Hardened Glass geht in einem Induction Smelter. Das heißt, wir sollten uns für unseren E-Auto-Crafting auch noch einen Induction Smelter machen. Und ich sehe gerade schon, das artet etwas aus. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal den Spaß als Zeitraffer.
Leute, ich habe jetzt mal noch alles gecraftet und ich habe noch ein Interface-Terminal gebaut, weil ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, was ich jetzt doppelt drinne habe. Können wir jetzt hier auch gucken und alles haben wir jetzt hier, haben wir jetzt einen Parvovisor, Molecular Assembler. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit zu gucken, was doppelt drin ist. Und zwar haben wir die beiden Pattern schon mal. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist alles fertig. Und apropos alles fertig, wenn wir jetzt hier mal in den Crafting-Dings gucken, okay, nee, das ist noch lange nicht so weit. Schade auch eigentlich. Nur zwei sind schon so weit. Okay, das dauert auch nicht mehr lange. Dann könnte ich gleich nochmal die Solarpaneele von oben holen gehen. Und noch eins fertig machen. Dann haben wir nämlich schon fast alle unsere. Okay, sind fertig. Jo, ich komme runter. Kombiniere die nochmal zu einem weiteren Geilo-Solarpanel. Dafür brauche ich erstmal noch so ein Teil und dann. Zack, da haben wir es. 7. Na, dann noch eins. Noch eins. Und wenn ich jetzt nochmal alle unsere Dings zusammenstelle, dann haben wir das fertig. Den Erfolg. So. Boop, boop. Wow. Scheiße. Was denn? Unsere Solarpanel Crafting Aktion hat mehr Redstone verbraucht, als ich einkalkuliert habe dafür. Ja, wir haben 7.000 Redstone. Ja, und uns fehlen 1.000, um es fertig zu bauen. Ja. Na gut, dann schmeiße ich die irgendwann nochmal an. Oder ich baue vielleicht offscreen nochmal so eine Produktion auch für Dust obendrauf. Aber das mache ich dann irgendwann anders. Und dann würde ich sagen, wenn euch die heutige Folge wieder mal gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche klugen Vorschläge habt, was ich verändern kann. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss.